letzten Treffen stand ich noch ganz schüchtern vor dir. Hatte so etwas wie dich noch nie gesehen. Doch ich würd ab jetzt, das spürte ich tief in mir, mit weichen Knien immer wieder zu dir gehen. Auf deine Kurven richten sich sofort die Blicke, und du nimmst es ohne eine Regung hin. Mit gutem Vorsatz lenkst du menschliche Geschicke, denn du hauchst Leben ein, danach steht dir der Sinn. Doch nach und nach entpuppst du dich als Stubenhocker. Du bleibst lieber drin und feierst deinen Maskenball. Von Zeit zu Zeit ist bei dir mal eine Schraube locker. Und ganz dicht bist du, Madame, auf keinen Fall. Viel zu oft machst du Alarm, spuckst große Töne, kommandierst mich immer wieder zu dir hin. Dann soll ich spuren, und es wäre für dich das Schönste, wenn ich hoffnungslos abhängig von dir bin. Hör auf zu piepen, Evita, es stört. Merkst du denn nicht, merkst du es einfach nicht, dass keine Sau mehr auf dich hört? Deinem Bimmelbammel fehlt jedwede Eloquenz, denn dein Bimmeln hat ne viel zu hohe Taktfrequenz. Hör auf zu piepen, Evita, es nervt. Glaubst du wirklich, dass es meine Sinne schärft? Wenn du unersättlich piepst, es ist ein Graus. Frau Träger, jetzt halt's Maul, Alarme aus. In jeder Nacht, die wir in Zweisamkeit verbringen, bekommen wir beide viel zu wenig Schlaf. Denn du stehst unter Strom und es erklingen deine Klagelaute hässlich grell und scharf. Hör bitte auf, du bist kein Hund, du musst nicht lecken. Wo sind denn bitte schön deine Manieren? Mach deinen Job, mach einfach Druck, den Rest lass stecken. Das ist doch gar nicht so schwer zu kapieren. Hör auf zu piepen, Evita, es stört. Merkst du denn nicht, merkst du es einfach nicht, dass keine Sau mehr auf dich hört? Deinem Bimmelbammel fehlt jedwede Eloquenz, denn dein Bimmeln hat ne viel zu hohe Taktfrequenz. Hör auf zu piepen, Evita, es nervt. Glaubst du wirklich, dass es meine Sinne schärft? Wenn du unersättlich piepst, es ist ein Graus. Frau Träger, jetzt halt's Maul, Alarme aus. Mensch, Evita, jetzt halt die Schnauze, Alarme aus. Halt einfach mal die Fresse. Ist das so schwer zu kapieren? Einfach mal die Fresse halten.